Interface hören. An was denken Sie? 29 Jahre. Als erstes denke ich immer an das Logo, an das Zwischengesicht. Das hat mir damals schon sehr imponiert, als ich das erste Mal in der Stellenanzeige in der Zeitung gesehen habe. Ja, zuerst denke ich eigentlich an Roland Dürre. Das ist ein alter Freund von mir und ich bin auch Geschäftspartner und denke, es ist eine dynamische, sehr soziale Firma. Also ich denke eigentlich an den Roland, weil ich eben den Roland schon ewig kenne. Also man hat immer sehr viel Wert auf die Mitarbeiter gelegt und sehr viel Wert bei der Mitarbeiterauswahl, ob diese Leute tatsächlich dazu passen. Zufälligerweise waren es nicht nur immer sehr nette Leute, sondern auch sehr fähige Leute, sehr technisch sehr fähige Leute. Und ja gut, man hat gesehen, was daraus geworden ist. Und an die vielen netten Menschen, die damals bei Interface waren, also Interface Connection, als Interface Connection gegründet wurde. Für mich, das ist der IT-Berater. Und machen die Lösungen für Unternehmen. An Internet, an vom Namen her auch an Gesicht natürlich, dass irgendwas ein Gesicht geben, etwas ein Gesicht geben. Hauptsächlich an Roland Dürre, den ich kennengelernt habe. An Roland Dürre und an seine Frau natürlich. Max mit seinem A6. Genau, coole Firma. Interface ist für mich eine Informatiker eine Schnittstelle. Ich denke, ein solides mittelständisches Unternehmen. Ich habe die Interface-Mitarbeiter kennengelernt als Leute, die mit den Füßen auf dem Boden und mit den Köpfen in den Wolken, in den Clouds stecken. Ich denke an die Anfänge zurück. Ich habe die Gründung miterlebt 1984 und kenne den Roland Dürre auch schon vorher und möchte mal aufzählen, welche Companies in der IT zum damaligen Zeitpunkt zu den ganz großen gehörten, mittlerweile überhaupt nicht mehr im Markt sind. Die ganzen Mainframe-Companies, Boros, Sperry, eine Digital Equipment, alles weg. Die Firma Compaq, Sun, das sind jetzt Hardware-Firmen, die sind alle verschwunden. Und da kann man sich die Frage stellen, woran liegt das, dass diese großen Companies nicht mehr da sind, aber eine Interface immerhin 30 Jahre schon existiert und das durchsteht. Ich denke, es liegt in allererster Linie daran, dass nicht nur der Vorstand und die Unternehmensspitze in diesem Unternehmen, sondern alle Mitarbeiter immer die Füße auf dem Boden hatten. Die wurden die Größen wahnsinnig. Die sind in aller Regel bescheiden geblieben. Wie haben Sie Interface kennengelernt? Vor 29 Jahren in einer Kneipe bei einem Bewerbungsgespräch. Bei der MPM-Camp-Bewegung, damals in Dortmund und seitdem in den letzten zwei, drei Jahre dann immer wieder Kontakt auf den unterschiedlichen MPM-Camps und zusammen mit der Organisation, genau, über Roland Dürre. Durch Roland? Durch eine Veranstaltung, die zusammen mit der Hochschule der Bundeswehr stattgefunden hat. Ja, eigentlich über Roland Dürre, zu Zeiten von Siemens, wo wir gemeinsam ein Projekt gemacht haben. Wir haben es direkt so insofern kennengelernt, dass wir uns in die Firma verliebt haben. Sonst wären wir nicht hier. Interface hat uns gefunden. Ja. I love you, Interface. Durch Lars Schmiedeberg. Lars hat mich abgeworben. Ich war bei Siemens in einer Schulung. Hat Werbung gemacht für Interface. Und hat gesagt, wir bräuchten noch Leute. Und ich habe mich beworben. Wir haben hier eine gemeinsame Ost-Westdeutsche Tagung vorbereitet. Und wir haben es geschafft, schneller zu sein als die Politik. Wofür steht in Ihrer Ansicht nach die Interface? Für mein ganzes Berufsleben, für Freiheit, Mitmachen, Glück, Zufriedenheit und noch viele andere schöne Sachen. Für die Kombination aus innovativer IT mit Menschenfreundlichkeit. Offen für alles, auch für so komische Leute wie mich. Fortschritt. Menschlichkeit. Nicht schleimen, vernünftig was sagen. Ach so, du meinst? Ja, für der Informatik. Ärgert mich mit ja. Englisch, das können wir jetzt aufzeigen. Ja, genau. Ärgert mich der macht sich schuld. Kanzelliert mich damit. Interface steht für mich als Wirtschaftsreferent der Gemeinde Unterhaching für eine verlässliche Partnerschaft, die nun schon über 20 Jahre lang andauert. Wir als Gemeinde sind sehr froh, dass wir ein solches Unternehmen bei uns in Unterhaching begrüßen durften und halten können. Drei Gründe, warum es sich lohnt, Interface kennenzulernen. Menschen, die Menschen und die Menschen. Also erstmal, weil
bei Interface immer sehr, sehr interessante Leute arbeiten, die einen sehr, sehr breiten Horizont haben und keine Fachidioten sind, das ist schon mal ganz wichtig, weil sie immer sehr, sehr innovativ sind und weil sie auch wirklich sehr häufig über oder eigentlich fast immer über den Tellerrand der Informatik hinaus gucken und nicht nur irgendwelche Standard-IT-Produkte herstellen, die solche MeToo-Produkte, die andere Firmen auch anbieten, sondern sie machen immer was Außergewöhnliches. Also insofern ist, und weil der Roland Dürre halt der Chef von der Firma ist und das ist auch ein sehr interessanter Mann, also das darf man nicht vergessen. Ich glaube, Interface steht zu dem, was es verspricht. Die ganze Firmenphilosophie, also wie mit den Mitarbeitern, ich sag mal, umgegangen wird, also was da dahinter steckt, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, auch sich selber zu entwickeln und nicht nur fachlich sich zu entwickeln, sondern auch persönlich. Und also dieses ganze Drumherum, das finde ich immer sehr wichtig. Ja, und dann finde ich es immer sehr schön, was kulturell, künstlerisch und Künstler unterstützt werden und was einmal alles abläuft. Man wird sehr herzlich empfangen, egal ob man jetzt wirklich da mit drin ist oder nicht, aber es ist sehr offen alles, macht Spaß mit den Leuten sich zu unterhalten, ganz lockere Atmosphäre und man fühlt sich einfach wohl. Es fällt die Interface immer für mich positiv auf, so ein bisschen subversiv, so ein bisschen anders und sehr bodenständig. Genau. Die Kollegialität, der Zusammenhalt, ein hervorragendes Betriebsklima und es wird keiner hängen gelassen. Man hält zusammen. Firmenwagen, guter Lohn und feiern. Ja, genau. Jeden Dummer. Was für ein besonderes Erlebnis verbinden Sie vielleicht mit der Interface? Also mit Interface gab es schöne Feste, soll man ja nicht voranstellen, aber es gab auch tolle Arbeitseinsätze. Ich war in Schulung unterwegs und hatte wirklich gute Zeiten. Ja, nicht nur eins, sondern ganz viele. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Das Beste, was mir je passieren konnte. Es hat mir von Anfang an Spaß gemacht und es macht mir heute noch genauso viel Spaß wie damals am ersten Tag. Und das freut mich. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, was ist denn Ihrer Ansicht nach eine große Herausforderung für die IT insgesamt und vielleicht für Interface? Also ich glaube, die größte Herausforderung ist die Veränderungsgeschwindigkeit, die immer mehr noch zunehmen wird. Im positiven Sinne. Wenn ich das wüsste, würde ich nach Silicon Valley gehen und ein Startup gründen. Aber ich kann die Frage beantworten, was 30 Jahre Interface jetzt an bedeutet. Dieselbe nette, super Familie, ja, die es schon immer war. Und wenn der Spirit bleibt, dann habe ich auch für die nächsten 30 Jahre für die Company keine Sorgen. Für die IT sich zu professionalisieren und für Interface einen Weg zu finden, mit zu professionalisieren, aber nicht Mainstream zu werden. Man muss halt immer aufpassen, dass man nicht irgendwo abgehängt wird von irgendwelchen Trends, aber das ist im Projektgeschäft, wenn man halt guckt, wo die Reise hingeht in bestimmten Technologiebereichen, einfacher zu tun als im Produktbereich. Im Produktbereich ist man ruckzuck, da geht die Welle plötzlich woanders hin und dann hängt man da mit einem alten Produkt, das macht überhaupt keinen Sinn, aber ich glaube, mit den verschiedenen Bereichen, die die Interface AG abdeckt, sind sie sehr ganz gut aufgestellt und sie sind eigentlich auch immer vorne dran, also weil immer geguckt wird von der Geschäftsführung, die aktuellen Trends zu erkennen und da wirklich auf dem Zug immer zu bleiben. Vielleicht sogar vorne wegzulaufen, auf jeden Fall nicht hinterherzulaufen. Also Interface, muss ich sagen, ist im Moment für mich die größte Herausforderung. Was passiert nach oben?